Hallo. Walker steht hier um die Ecke. Walker, der Riesenkerl. Der Ex-Army-Typ. Der mit den Ketten um den Beinen. Derjenige, der uns mit einer lockeren Handbewegung den Kopf von den Schultern reißen kann. Ein riesiges, fettes Schwein. Türen halten ihn natürlich auch nicht auf. Und wir müssen noch ein Ventil öffnen. Die Frage ist, wo? Wow, wow, wow! Das ist Walker! Das ist sowas von Walker! Hat er uns gesehen? Ich fürchte ja! In Anbetracht der Tatsache, dass er direkt vor unserem Schrank steht, hat er uns wahrscheinlich gesehen. Tja. Und jetzt? Jetzt scheint er da festzuhängen. Er scheint sich noch nicht zu beruhigen. Also hau ich ihm einfach mal meine Tür ins Gesicht und aua. Laufe. Vielleicht schaffen wir es ja schnell genug, uns dorthin durchzuquetschen. Ich finde den Typen so widerwärtig. Zu unserer Linken war auch ein Ventil, das wir schon geöffnet haben. Einfach mal beruhigen. Schränke sind sowas von beruhigend. Verdammt! Wie kommst du auf die Idee? Was hast du bloß gegen mich, Mann? Ich wollte gerade probieren, ob es vielleicht schon reichen würde. Mit dem einen Ventil, das wir da haben. Aber es sieht so aus, als ob hier das zweite Ventil ist. Hier irgendwo. Hier ist aber kein Ort zum Verstecken. Dahinter. Beide Ventile laufen. Und einfach mal, um die Nerven zu beruhigen, in einen Schrank stellen. Oh, Walker. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Was habe ich dir getan? Ich höre ihn vor der Tür. Grunzen, schnüffeln, mit den Ketten rasseln. Okay. Vielleicht ist es jetzt sicher. Mal ganz vorsichtig spähen. Hier sieht es sicher aus. Nur noch 8 Finger. Oh je. Dort höre ich Ketten rasseln. So. Sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Eine abgeschlossene Tür, eine Herausforderung sondergleichen für einen blöden, fetten, hässlichen Glatzkopf wie dich.
Und taub bist du auch noch. Hihihihi. So ein Idiot. So, die Sprinkleranlage läuft. Das Wasser ist abgestanden, aber es tut gut. Es spritzt Blut von der Decke. Ich widerrufe alles, was ich gesagt habe. Nein, hier ging es nicht weiter. Hier. Hier sind inzwischen alle Feuer gelöscht. Nichts glimmt mehr. Und selbst der junge Mann, der diese Klinik den Flammen übergeben wollte, ist verschwunden. Wo ist er hin? Ist er böse auf uns? Wird er sich an uns rächen wollen, weil wir seinen Läuterungsplan vereitelt haben? Ich hoffe nicht. Wir haben es doch nur gut gemeint. Oh, oh, oh. Nur gut gemeint, ehrlich, ehrlich, ehrlich! Das war er. Ob er jetzt Walker holen geht? Als Rache? Igitt. Heute haben sie Vollbart mit Glatze gekocht. Hm. Ich hab's doch echt nur gut gemeint. Wir mussten das Feuer abstellen. Um zu entkommen. Hier war Vater Martin. Dort, das draußen. Es regnet, aber es ist die Freiheit. Hier liegt noch eine Akte. MKUltra-Programm. CIA Mori. Document Nummer 140401. Seiten 1, 5, 9. Auszüge. An Akte. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose, für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? 17. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Bluebird war also das Programm, das sich damit beschäftigt hat, Leute grausame Dinge anrichten zu lassen. Und das bei vollem Bewusstsein. Ohne Zwang, sondern einfach mittels Hypnose. Das draußen ist zu schön, um wahr zu sein. Walker könnten wir entkommen sein. Aber was ist mit den beiden Nackten? Sie haben uns nur ein bisschen verfolgt. Aber niemals haben sie uns wirklich, wirklich zugesetzt. Dies kann auch nicht die Freiheit sein. Und in dieser Dunkelheit, bei diesem Regen,
sieht man gar nichts. Ich habe mich kolossal geirrt, als ich glaubte, es sei bereits heller geworden. Dort brennt Licht hinter einer Gittertür. Die Tür ist verschlossen. Ein Schlüssel ist notwendig. Was ist das denn? Was für eine Kreatur ist das? Ein Geist, ein Schatten. Wir brauchen eine neue Batterie. Viel ungünstig. Wir kommen nicht von hier. How alive are you? Wie lebendig bist du? Ich kenne nicht einmal deinen Namen. Aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Wer ist eigentlich Paul? Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht im Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen, und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz, und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Was hat dieser Spinner vor? Er scheint uns gehen lassen zu wollen. Aber in welcher Verfassung? Zu welchem Preis?